Das jüngste Projekt der Inside 96 wurde Freitagabend feierlich eröffnet. Nach 2 Jahren Bauzeit unter schwierigen Bedingungen durfte sich Bauherr Joe Felte mit allen Mitwirkenden freuen. Heute ist die Zukunft von gestern und wir bewegen uns im Morgen. Ja, heute haben wir die große Eröffnung, endlich. Ist zwar alles miteinander sehr schnell gegangen, 2 Jahre Bauzeit, in einer sehr schwierigen Zeit, aber heute ist die große Eröffnung. Wir sind seit einem Monat da im Corner 21 in Rankwell und wir sind total happy. Die Begeisterung des Geschäftsführers des Immobilienunternehmens beruht sowohl auf seinem eigenen Enthusiasmus als auch auf das Ergebnis der Kooperation mit dem Architekturbüro Marte und Marte. Für uns ist ganz wichtig, sie an dem Standort, am Tor ins Zentrum von Rankwell, dass wir da ein Statement machen, dass wir da wirklich etwas ganz bewusst was machen, wo einfach die Zentren stärkt mit Wohnen und Arbeiten. Und ja, wir haben mit Marte und Marte haben wir ein Architektenbüro aus Feldkirch gewinnen können, die genau diese Aufgabe, die wir ihnen gestellt haben, mit ja, sensationell gelöst haben. Und da sind wir unheimlich stolz, dass wir mit Bernhard und mit Stefan das realisieren haben dürfen. War am Anfang für mich oft sehr schwierig, speziell Sichtbetonfassade. Wird es denn schon so, wie ich mir das vorstelle? Wenn ich jeden Morgen daher fahre, schaut es denn schon so aus, wie ich mir das wünsche? Und ich muss sagen, es ist einfach besser geworden. Die Züge der beiden Gebäude sind charakteristisch für die Architektur der Gebrüder Marte. Die Nutzungsforderungen der Gebäude sowie die Atmosphäre und Optik wurden harmonisch mit der Umgebung in Einklang gebracht. Wie in vielen architektonischen Projekten entsteht natürlich aus dem Ort und aus der Nutzung des Gebäudes. Und wir haben uns sehr stark damit auseinandergesetzt, wie in diesem für Rankwell wichtigen Ort direkt neben der Josefskirche ein Gebäude ausschauen kann. Wir haben uns dann damit beschäftigt, was für Material es haben soll, wie die Öffnungen sein sollen. Wenn man sich das Gebäude im Inneren anschaut, sieht man ja, wie wunderbar die Blicke nach außen sind. Und das liegt ja nicht am, also es liegt natürlich am Gebäude auch, aber das ist ja die wunderbare Umgebung, die es hier gibt. Ich habe gemerkt, dass ich dahin erwachsen kann, dass ich sichtbar will und dass man mich dahin erleben lässt. Ich bin auf einen Zettel gehockt, wirklich auf einen Zettel gehockt und habe innen gespürt, wie wird das für mich, wenn ich da bin, wie wird das für meine Klienten, wenn ich da bin, und dann habe ich das entschieden, dass ich daher möchte. Also es war eigentlich mehr Zufall. Wir sind in Corona-Zeiten dran vorbeigefahren. Wir wohnen ja auch privat in Rankwell und haben dann gesehen, dass man da hier was Neues baut und hat uns eigentlich gleich erfasst. Und dann haben wir uns die Pläne angeschaut und haben die ersten Termine gemacht und haben gefunden, also das wird unser neuer Sitz. Und ja, so wie es worden ist, wir sind mega happy, also dass wir da unser neues Zuhause gefunden haben. Nichts wurde dem Zufall überlassen. Alle Details wurden sorgfältig geplant. Es ist so geworden, wie wir uns das vorgestellt haben, wie wir das in vielen, vielen Terminen besprochen haben. Nein, es ist besser geworden. Wir sind einfach begeistert und unheimlich dankbar, dass wir das realisieren haben dürfen, dass wir als Inside 96 jetzt da unseren Standort haben, mit unheimlich toller Mieter, mit unheimlich toller Standort. Also besser geht's nicht. Also das ist eine außergewöhnlich gute Zusammenarbeit mit Inside 96, nicht nur mit dem Auftraggeber, mit Joe Welte selbst, sondern auch mit seinen Mitarbeitern, mit der gesamten Belegschaft. Also wir haben ein wirklich freundschaftliches Verhältnis. Wir haben ja viele, auch bei uns gibt es einige Mitarbeiter, die an dem Projekt gearbeitet haben, und das ist ab und zu, war die Stimmung meiner Meinung nach fast zu gut. Ein guter Grund zum Feiern also. Zudem legt Joe Welte viel Wert auf das Wohlbefinden seiner Mitarbeitenden und Mitwirkenden. Das Projekt Corner 21 ist der Beweis dafür, dass eine solche Zusammenarbeit weitere positive Interaktionen erzeugen kann. Menschen zieht es ganz natürlich dorthin und die ganze Gemeinde profitiert davon. Auf das nächste Projekt sind wir schon ganz gespannt.